Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, ist gut. Ich versuche mir gerade diese Reaper FSS zu besorgen. Entsprechend sind wir mal hier. Natürlich gucken wir uns vorher mal alle Planeten an, die es hier noch so gibt. Hopp. Lethe ist ein größerer Mond im News. Ist egal. So, okay. Sonst gibt es hier nicht viel. So, vorn. Umlaufbahn anliegen. Keine Ahnung, wie der Planet heißt, ist ja egal. So, wir wollen eigentlich nur diesen treibenden Reaper dort in der Umlaufbahn finden. Da, dieses kaputte Teil da. Nösmüsne wird von 2 Kilometer langem Schiff umkreist, das unverkennbar das Profil eines Reaper aufweist. Es weist punktuelle Energiesignaturen auf, die aber viel schwächer sind, als bei einem Schiff dieser Größe üblich wäre. Der Reaper scheint ein Masseneffektfeld aufrechtzuerhalten, das einen Absturz auf den sterbenden Stern verhindert. In Teile der Hülle klaffen gewaltige, durch Beschuss verursachte Löcher, die nicht repariert wurden. Diese einzige logische Erklärung dafür ist, dass der Reaper gestorben ist oder zumindest vor langer Zeit auf Minimalfunktion heruntergefahren wurde. Na gut, docken wir mal an. Ich hoffe mal, das geht gut. Vielleicht hat uns der Unbekannte auch mal wieder nur auf irgendeine, ja, Kamikaze-Mission geschickt, von der er weiß, dass es eine Falle ist. Hätten wir ja alles schon mal gehabt. Ist ja nicht das erste Schiff, was hier so unbekannt rumtreibt. So, Tully kennt sich gut mit Reaper FFS aus. Komm, ja, Miranda. Die war auch lange nicht dabei. Annehmen. So. Die Stufenaufstieg will er nicht. Hier will auch nichts. Das machen wir alles automatisch. So, zack. Wunderbar. Hopp. Und los geht's. Oh je, mir schwant schon Übles. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Blöder Wind. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS, das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Toll, Geth. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Na gut. Okay, wir sind offensichtlich schon an Bord gegangen. Schauen wir mal, was es auf diesem Schiff so schönes. Niemand heißt uns willkommen. Das ist nicht gut. Nee, was ist denn das eigentlich von Viech hier? Ein Husk oder sowas gewesen, denke ich mal. Hä? Achso, nee, das ist die Arbeitsstation, die das Ding untersucht hat. Das ist nicht der Reaper selber, na Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste jetzt in den Reaper rein. Hopp, hopp, hopp. Habe ich im Grundsatz auch eigentlich was gegen. Mag Reaper nicht so. Nee. Die Reapern immer so. Ja, so ist das. So, okay, das hätten wir offen. 2000 Credits. Terminalzugriff nehmen wir mit. Arbeitslog. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Naja, hoffen wir mal, dass diese Reaper-Indoktrination, hier hatten wir es kurz angezeigt, nicht noch aktiv ist, aber ich glaube es schon. Ihr wisst ja aus Mass Effect 1, wenn ihr es gesehen habt, der Reaper hat die Fähigkeit, quasi andere Leute so zu beeinflussen, wenn sie auf ihm sind, dass sie quasi für ihn arbeiten. Deshalb war ja Saren zum Bösewicht geworden, obwohl er keiner war. Deshalb war ja Liaras Mutter böse geworden, obwohl sie es nicht war. Im Gegenteil, sie wollte ja endlich helfen. So. Na gut. Uiuiui. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen.
Verstandener glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Tja, ganz eindeutig indoktriniert. Also sollten wir aufpassen, dass wir nicht zu lange auf dem Reaper bleiben. Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Ich bin zwar neugierig, was Reaper angeht, aber ich möchte lieber nicht in einem gefangen sein. Ich auch nicht. Können wir sie deaktivieren? Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Naja, sie holen uns schon raus. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Genau. Joker macht das schon. Auf zur Jagd. Das ist beunruhigend. In der Tat. Haben das alles die Geth getan? Möglicherweise auch nicht. Und die haben sich selbst kaputt gemacht teilweise. Sie sind verheiratet. Das haben sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Klingt, der Reaper. Als hätte der Reaper ihr Bewusstsein beeinflusst. Eindeutig. Nun gut, gehen wir mal weiter und hoffen, dass wir nicht auch noch beeinflusst werden. Wir durften also nicht lang genug Feinde hierbleiben. Vor uns. Wo? Oder? Aua! So. Wir kriechen aus den Wänden! So, warte mal, ich muss mal hier. Disruptor-Munition ist für die besser. So. Das hat gesessen. Eindeutig. So, noch was? Ich hoffe mal nicht. Wir wissen nicht, ob die Technologie zur Herstellung der Husks von den Geth oder von der Sovereign stammt. Das scheinen wir jetzt zu wissen. Aber das war mir eigentlich von Anfang an klar, dass die Geth so etwas nicht bauen. Ich sollte vielleicht hier bei diesen vielen Hass. Wow, da hinter uns war auch noch einer. Auf die Schrotflinte mal gehen. Weil die sind offensichtlich hier doch ein bisschen besser. So, Tali, was machst du da oben? Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Man sollte meinen, Chandana würde mir ein paar Stunden freigeben. Verdammt! Was? Das Ding, das gerade. Es war grau. Ist verschwunden, als ich es direkt angesehen habe. Es kam aus der verdammten Wand raus, wo wir die Steuereinheit abgenommen haben. Ich habe nichts gesehen. Sie sollten sich hinlegen. Ich sage Ihnen, dieses Schiff ist nicht tot. Es weiß, dass wir in seinem Inneren sind. Beruhigen Sie sich. Jetzt bekomme ich auch noch Kopfschmerzen. Ah, zu Recht. Okay, wir gehen mal weiter und hoffen. Oder fürchten eigentlich, dass die ganzen Hass, denen wir hier begegnen, das werden alles... Ja. Scharfschütze. Alles die Crew und das Forschungsteam sein. Ein unbekannter Schütze ist hier unterwegs. Das ist ein Problem. Ja. So, nehmen wir mal alles mit. Was haben wir hier? Ein Cerberus-Gewehr. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Gewehr.
So. Hier gibt es noch Credits, sonst nix. Okay, aufpassen auf den Scharfschützen. Ich weiß nicht, ob der für uns ist oder gegen uns. Und hier würde ich eher auf gegen uns wetten. In einem Reaper. Vorsicht, von links! Links? So, da kommen die nächsten. Ho, ho, ho. Fall um. Okay. Ah, da kommen auch welche. Die zerplatzen ja. Jetzt wollte ich gerade auf Tully schießen. Entschuldigung. Linke Umschalttaste drücken, um Munitionskraft zu aktivieren. Ja, 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 ja. Weiß ich. Muss ich nicht. Oh, oh. Von hinter uns? Nein. Ich sollte mich nicht hinter einer explosiven Kiste verstecken. Vorsicht, von rechts! Ja, ja, ich versuche ja. Was ist das? Ein Ableger. Die hasse ich doch. Die hasse ich, die Viecher. Oh, muss mal kurz eben. Warum habe ich jetzt die Waffe gewechselt? Ja, ist auch nicht so schlecht. Komm, los, heil dich. Heil dich. Na, Gott sei Dank. Also diese Ableger, keine Ahnung, was das für Viecher sind. Die sind nicht unbedingt gut. Für mich. Ich mag die nicht. Bergungskredits erhalten. Und was haben wir hier? Oh, oh. Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Und woanders auch. Ihr Vorkommen lässt vermuten, dass es sich um Reaper-Technologie handelt, die mit den Geth geteilt wurde. Na, auf jeden Fall. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Das ist doch nicht normal. Niemand bei klarem Verstand würde so etwas wollen. Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen. Aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen derart missbrauchen. Verstanden. Okay, wie auch immer. Forschungskriminell hacken. Das würde ich auch nicht wollen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die da runterholen soll. Hopp. Hier. Und den hier noch, genau. Wunderbar, das hätten wir. Schweres Hautgewebe. Okay. Können wir Paketmanipulationen an uns selbst ausführen. Toll. Das Problem ist, hier geht es scheinbar nicht weiter. In diesem Altarraum. Aber hier hinten gab es ja, glaube ich, einen Weg nach drüben. Oh, wir haben ja noch einen Arbeitslog. Oha. Naja, klingt nicht gut. Ich hoffe wirklich, dass uns das nicht passiert. Ja, gut, ist aufgefüllt. Ich könnte noch eventuell mal gucken bei der Schrot, ob die voll ist. So, okay, jetzt ist es auf jeden Fall.
Und dann würde ich sagen, gehen wir hier drüben in diesen Weg. Ne, das war er nicht, das war er auch nicht. Hier drüben ist er. Okay, gehen wir diesen Weg entlang in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.